Genau, also der erste Bereich, wie gesagt, der Bereich der Erschließung. Der zweite Bereich ist dann der Bereich der Vernetzung. Und da werde ich Ihnen ein paar Ansätze zeigen, die wir eben verfolgen, um unsere digitalen Editionen im Web nachhaltig und anschlussfähig zu gestalten. Und der dritte Bereich, den ich vorstellen möchte, ist der Bereich der Visualisierung. Das ist derzeit eher noch ein neueres Experimentierfeld bei Telota. Und da werden wir uns mal anschauen, welche Möglichkeiten zur Vermittlung von Editionsdaten sich jenseits des klassischen Lesetexts ergeben. Genau, und abschließend möchte ich dann anhand unserer Arbeit ein bisschen mit Ihnen Herausforderungen, Trends und Probleme diskutieren, die eben das Feld der Editionen an der BBAW und darüber hinaus umtreiben und dabei dann aber schon so langsam in die Diskussion übergreifen. Genau, die Akademie ist ja in unmittelbarer Nachbarschaft der HU, aber sicher waren noch nicht alle Studierenden schon mal hier, entweder wegen Corona oder einfach, weil die BBAW nicht so präsent ist leider unter Studierenden. Deswegen erstmal kurz ein, zwei Worte zur Akademie selbst, bevor ich dann auf die DH an der Akademie noch kurz eingehen werde. Ja, die Akademie, wie sie heute besteht, wurde 1992 gegründet und zwar in der Tradition der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Die Akademie beruft regelmäßig herausragende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen als Mitglieder. Derzeit sind es rund 300. Und insgesamt sind bereits schon 80 Nobelpreisträgerinnen aus der Akademie hervorgegangen, zum Beispiel Albert Einstein. Derzeit gibt es rund 23 Akademienvorhaben, darunter ein Großteil zu Editionen. Und neben diesen Akademienvorhaben gibt es aber auch noch andere Arbeitsformen an der Akademie, zum Beispiel die interdisziplinären Arbeitsgruppen, die sich auch mit Gesellschaftsthemen befassen. Bekannt ist da zum Beispiel der Gentechnologiebericht. Denn ein großes Ziel der Akademie ist auch, den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft lebendig zu halten. Ja, deswegen gibt es auch viele Veranstaltungen, die auch gerne von Externen besucht werden können. Und ich habe hier schon mal ein paar Links eingeblendet. Wenn ich die Folien nachher teile, können Sie sich ja da mal ein bisschen umsehen. Die Digital Humanities spielen an der Akademie schon seit rund 20 Jahren eine Rolle, auch wenn das Feld damals ja noch gar nicht als solches bezeichnet wurde. Wir sind da in verschiedenen Bereichen tätig. Ein sehr großer Arbeitsbereich, aus dessen Kontext ich heute berichte, ist die digitale Forschungsbetreuung und Forschungssoftwareentwicklung, in deren Rahmen eben Ressourcen, Tools und Infrastrukturen für geisteswissenschaftliche Vorhaben entstehen. Weitere größere Bereiche oder Ziele sind eben Maßnahmen zu Open Science und Forschungsdatenmanagement. Und dann gibt es mit dem Zentrum Sprache der Akademie noch einen großen Bereich zum Thema digitale Textkorpora und Wörterbücher, aus dem zum Beispiel das Deutsche Textarchiv, von dem Sie vielleicht schon gehört haben, hervorgegangen ist. Genau, ein viertes Tätigkeitsfeld sind dann Veranstaltungen, Workshops, Lehre, Dissemination. Der DH-Bereich der BBAW kooperiert auch regelmäßig mit Universitäten, übrigens auch mit dem Digital History Studiengang. Und wir organisieren selbst auch Veranstaltungen. Thorsten hat es ja schon gesagt, das monatliche DH-Kolloquium. Der nächste Termin dafür, das kann ich schon ankündigen, ist am 5. Februar um 15 Uhr. Und das Thema ist diesmal digitale Prosopographie, also auch für Historikerinnen und Historiker nicht ganz uninteressant, würde ich sagen. Die Arbeitsgruppe, bei der ich tätig bin, ist Telota. Die gibt es seit 2001. Wir werden dieses Jahr also 20 und sind dann endlich kein Teenie mehr. Unsere Expertise oder unser Aufgabenbereich, wie gesagt, Open Access, Open Science, Publikationen nach den FAIR-Prinzipien, starker Schwerpunkt auf Softwareentwicklung, Aufbau von und Betrieb von Diensten. Wir haben ca. 50 Projekte derzeit am Laufen. Ein anderer Schwerpunkt ist Datenmodellierung und Textkodierung, dort auch im Bereich Standardisierung und Formate mit der TI. Weitere Bereiche Publikationsworkflows und APIs. Aufgaben, die uns da in der täglichen Arbeit prägen, zum Beispiel eben in den Editionsprojekten, von denen ich gleich berichte. Es geht von der Antragstellung und Konzeption über den Entwurf und die Implementierung von Daten und Dokumentmodellen. Es involviert dann auch die Schulung der Mitarbeiterinnen, die technisch noch nicht versiert sind. Es beinhaltet die Auswahl, Anpassung und Entwicklung von Tools, die Transformation von Daten und das Konzept, Design und die Umsetzung von Web-Publikationen und Schnittstellen.
Genau, und schlussendlich auch sind wir bestrebt, was für die Langzeitverfügbarkeit und Archivierung der Daten zu tun, soweit das eben möglich ist. Genau. Ja, ich hoffe, die Studierenden, die anwesend sind, hat der kurze Bericht von der Arbeitsstätte nicht eingeschläfert, sondern möglicherweise sogar Interesse geweckt. Wir bieten nämlich auch Praktika an. Also wenn Sie da irgendwie mal Ihre theoretischen Kenntnisse aus der Uni in der Praxis austesten wollen, dann können Sie einfach gerne Kontakt aufnehmen. Genau, und jetzt zum Kernthema des heutigen Vortrags: digitale Editionen für die historische Forschung. Grundsätzlich entstehen bei Telota nicht nur Editionen aus den Geschichtswissenschaften, sondern eben aus vielen Disziplinen und aus allen Epochen. Derzeit haben wir rund 20 Editionen im laufenden Betrieb, darunter neuere Projekte, aber auch sogenannte Legacy-Projekte, also historisch gewachsene Anwendungen, die wir weiter betreiben, aber an denen wir nicht mehr aktiv arbeiten. Eine Übersicht aller Editionen finden Sie unter dem Link. Ja, und in Vorbereitung des Vortrags bin ich die Edition mal durchgegangen und habe mich gefragt, welche unserer Editionen würde ich jetzt eigentlich explizit den Geschichtswissenschaften zuordnen. Und das war tatsächlich gar nicht so einfach, denn grundsätzlich unterscheidet man zwar oft so ein bisschen zwischen historischen oder literaturwissenschaftlichen Editionen, aber manchmal kann man das meiner Ansicht nach gar nicht so leicht voneinander trennen. Wenn man mal überlegt, wie der Umgang mit dem Text ist und Editionen sind grundsätzlich ja einem historischen Leitbild verpflichtet, indem sie den Text unter Berücksichtigung des Kontexts ihrer Zeit erschließen. Und gleichzeitig ist aber auch jede Edition durch die Arbeit am Text eben philologisch geprägt, was eben tendenziell ein Unterscheidungsmerkmal ist oder sein könnte, ist, dass es Historikerinnen eher um Inhalte als um die philologische Auseinandersetzung mit dem Text geht. Das heißt, es werden mehr Inhalte strukturiert erfasst als vielleicht in manchen literaturwissenschaftlichen Editionen. Und andersherum wäre es zum Beispiel in einer genuinen literaturwissenschaftlichen Edition undenkbar, dass man Regesten anlegt und die Textgestalt dadurch einfach nur noch auf ihre Inhalte reduziert. Aber das Thema können wir auch später vielleicht mit in die Diskussion nehmen. So oder so, auch philologisch initiierte Editionen können meines Erachtens für die geschichtswissenschaftliche Forschung interessant sein, vor allem dann, wenn die Quellen historische Zeitzeugnisse sind, wie Briefe, Tagebücher oder ähnliches. An der Akademie haben wir viele Editionen, eben die vielleicht nicht genuin aus den Geschichtswissenschaften stammen, aber relevant sind, wie zum Beispiel die Tageskalender, Briefe und Vorlesungen des Philosophen Friedrich Schleiermacher oder die Briefedition des Schriftstellers Jean Paul. Ich möchte heute mit Ihnen drei Editionen im Zusammenhang mit den Themen, die ich geplant habe, besprechen, von denen zwei genuin historische Editionen sind, nämlich die Lebenswelten Lehndorff und die Sprache der Monarchie. Und die dritte Edition, die ich beispielhaft heranziehen werde, ist eigentlich ein Projekt, das quer durch sehr viele verschiedene Disziplinen interessant ist, die Edition Humboldt Digital. Ich habe sie hier mal unter Wissenschaftsgeschichte gestellt, aber sie ist beispielsweise auch kulturgeschichtlich relevant. Gut, dann schauen wir uns die drei Projekte mal an. Das erste Projekt sind die Lebenswelten Lehndorff, kurz für Lebenswelten, Erfahrungsräume und politische Horizonte der ostpreußischen Adelsfamilie Lehndorff vom 18. bis in das 20. Jahrhundert. Das ist eine Brief- und Dokumentedition, in der rund 1300 Quellen, darunter auch amtliche Schriften und Pläne aus der Zeit von 1397 bis 2009 ediert vorliegen. Das Projekt war ein bis 2019 auf 2 Jahre gefördertes Drittmittelprojekt. Das ist im Akademienkontext ein sehr kurzer Zeitraum. Das werden Sie gleich merken, wenn ich Ihnen die anderen Laufzeiten nenne. Ja, Ziel der Edition war zum einen eben die Zusammenführung archivalisch verstreuter Quellen auf einer Plattform. Das Familienarchiv der Lehndorffs ist heute nämlich verteilt über Berlin, Leipzig und Olsztyn in den Masuren. Und die ausgewählten Dokumente sind eben, oder das historische Interesse hinter der Zusammenführung dieser Dokumente war eben nachzuzeichnen, wie die Familie Lehndorff auf dem Gutbesitz Steinort in Ostpreußen, in Königsberg und in Berlin vom 18. bis in das 20. Jahrhundert gelebt und gewirkt hat. Und es handelt sich eben, wie erwähnt, um eine genuin historische Edition, die relevant ist für Teilforschungsgebiete wie die Militärgeschichte, die Adelsgeschichte, Geschlechterforschung und so weiter. Ja,
Die digitale Edition bietet Volltexte und teilweise Regesten, die umfassend kommentiert, aber philologisch eher reduziert erschlossen wurden. Daneben gibt es natürlich Register und eine Verschlagwortung, wobei die Verschlagwortung kein eigenes Register ist, sondern so eine Art thematischen Einstieg in die Edition bietet, was meiner Ansicht nach auch ganz sinnvoll ist, gerade bei Editionen, die keinen so einen klaren Protagonisten haben, um dem Benutzer irgendwie so einen thematischen Zugriff zu ermöglichen. Es gibt eine Suche, die kann mit Filtern verfeinert werden. Dann gibt es natürlich Begleittexte über die Quellen, über die Familiengeschichte, die Editionsrichtlinien und so weiter. Und es gibt noch einige Abbildungen. Die Daten und die Schnittstellen sind auch ein wichtiger Punkt, den ich noch extra nennen möchte, wenn ich sage, was die Edition alles bereitstellt, weil wir quasi so ein bisschen so eine doppelte Publikationsstrategie haben. Also es soll nicht nur eine Webseite entstehen, sondern es sollen auch immer Daten mit publiziert werden. Das zweite Projekt, das heute beispielhaft noch eine Rolle spielen wird, ist die Edition Humboldt Digital, die im Rahmen des Akademienvorhabens Alexander von Humboldt auf Reisen, Wissenschaft aus der Bewegung entsteht. Dieses Vorhaben ist jetzt auf 18 Jahre angelegt, also es ist ein recht stattlicher Zeitraum und da steckt auch mitarbeitertechnisch eine gute Menge an Women und Manpower dahinter. Es handelt sich primär um eine Tagebuchedition, die mit weiteren Beständen aus Humboldts Nachlass, zum Beispiel Briefe oder Notizen, angereichert wird. Derzeit sind 7 Tagebücher und rund 500 Briefe online. Die Edition wird hybrid veröffentlicht, wie sehr viele digitale Editionen bei uns. Das heißt, es entsteht sowohl eine digitale Edition als auch eine gedruckte Edition, die dann die Dokumente in eher einer Auswahl und einer lesefreundlicheren Fassung darbietet. Ja, Ziel dieser Edition ist die Erschließung des Themenkomplexes Reisen durch die Zusammenführung und Edition von Manuskripten. Die Edition ist vielleicht nicht genuin historisch, aber durchaus relevant, weil sie eben Einblicke in die Kulturwissenschaft, die Wissenschaftsgeschichte, vor allem die Naturwissenschaftsgeschichte und die Globalisierungsgeschichte gibt. Und ebenfalls bei dieser Edition ist so ein explizites Ziel, auch aus dem Vorhaben, eine starke Nutzung normdateibasierter Webdienste und Informationsangebote. Was das heißt, dazu komme ich dann später unter dem Punkt Vernetzung. Ja, kurz, was wird angeboten? Eben die edierten Quellen, und zwar in einer sehr dokumentnahen Transkription mit sehr umfassenden Kommentaren und teilweise auch mit Bildern. Dann gibt es Register, neben klassischen Personen-, Orten-, Institutionenregister, auch ein Pflanzenregister. Es gibt eine Suche, es gibt, das ist noch ein größerer eigener Inhaltsbereich, eine Chronologie, die Humboldts Leben nachzeichnet. Und ebenfalls noch spezieller an der Edition ist die Einteilung in Themenschwerpunkte, unter denen dann die Dokumente veröffentlicht werden. Derzeit gibt es 2, die Forschungsreisen und die Biowissenschaften. Genau, und auch hier werden die Daten eben verfügbar gemacht. Ja, das dritte Projekt, um das es heute geht, nennt sich die Sprache der Monarchie. Das erscheint im Rahmen des Akademienvorhabens Anpassungsstrategien der späten mitteleuropäischen Monarchie am preußischen Beispiel 1786 bis 1918. Auch das ist ein Langzeitprojekt, das ist auf 12 Jahre angelegt und läuft seit 2017. Und das ist jetzt momentan noch keine Edition im engeren Sinne, weil noch nicht wirklich edierte Quellen online sind, sondern es ist nach meiner freien Wortschöpfung eine Editionsergänzung und Quellenauswertungsplattform, die eine Print-Edition um Forschungswerkzeuge ergänzt. Genau, im Web werden derzeit ein Hofkalendarium, Biogramme und Organigramme bereitgestellt. Ziel dieses Projekts, das auch genuin historisch ist, an Anschluss an die Acta Borussica, ist eben den Wandel der preußischen Monarchie und der Gesellschaft im 19. Jahrhundert nachzuzeichnen. Und dabei wird die Entwicklung und die Rolle der Monarchie beispielsweise im Zusammenhang mit der Verbürgerlichung, der Nationalisierung und der Bürokratisierung im 19. Jahrhundert untersucht. Genau, das ist eine historische Edition, wie gesagt, unter anderem relevant für Fragen zur Monarchiegeschichte, zur Gesellschaftsgeschichte, Kulturwissenschaft, Militärgeschichte, Geschichte des Bürgertums und so weiter.
Ja, die Webseite ist noch im Beta-Status. Gibt es eben derzeit Biogramme, Register, ein Hofkalendarium, zwei Visualisierungen, die Wohntopografie und das Organigramm. Da komme ich später dazu. Ja, und ab Mitte dieses Jahres werden dann erstmals also klassisch edierte Quellen dort veröffentlicht, nämlich die Adjutantenjournale. Das sind die Journale der diensthabenden Flügeladjutanten der preußischen Monarchie. Was alle diese Editionen, wie auch alle anderen Editionen der BBAW gemeinsam haben, ist die Architektur. Also hier im Schichtenmodell sehen wir unten Ausgangspunkt der Edition sind immer die Quellen. Die nächste Schicht, die darauf aufsetzt, ist die Datenschicht, wenn die Quellen erfasst werden. Dann erfolgt die Verarbeitung. Das ist dann eigentlich ist die Programmierung, kann man sagen. Und schließlich gibt es eben die Schicht, in der dann der sichtbare Output generiert wird. Das sind einerseits die digitalen Interfaces, dazu eben zählt einerseits das User Interface und andererseits aber auch die technischen Schnittstellen, die APIs. Und dann kann es zusätzlich, wenn es sich eben wie so oft um eine hybride Edition handelt, noch einen Print-Output geben, der aber dann in unserem Fall normalerweise von Verlagen übernommen wird auf Basis der XML-Daten. Die Schichten, die wir uns jetzt mal genauer anschauen und über deren Konzeption und Erstellung ich jetzt dann sprechen möchte, ist einerseits die Datenschicht, auf der die eigentliche Erschließung der Quellen stattfindet und andererseits die digitalen Interfaces, den Bereich der Visualisierung im User Interface und den Bereich der Vernetzung, der in die API-Schicht fällt. Gut, und damit zum ersten Punkt der Erschließung. Das ist eigentlich der wichtigste und entscheidendste Bereich, wenn digitale Editionen entstehen. Warum ist das so? Dazu kann man sich mal die Anforderungen an und die Ziele von digitalen Editionen ansehen. Digitale Editionen haben eben einige Ziele ihrer Printvorläufer übernommen, zum Beispiel, dass sie der Grundlagenforschung dienen, dass sie Informationsressourcen bilden und eben stabile und referenzierbare Texte bereitstellen. Es sind aber eben auch neue Ziele dazugekommen, die sich eben konkret aus der Digitalität der Edition ergeben. Das fast Unwichtigste dabei, deswegen ist es auch ausgegraut, ist meines Erachtens, dass das nun digital publiziert wird, dass die Edition eben nicht mehr auf Papier kommt, sondern auf dem Bildschirm. Weitaus wichtigere Ziele und Kriterien, die jetzt in digitalen Editionen neu hinzukommen, sind multiple Repräsentationsmöglichkeiten des Textes, aber auch des Mediums, in denen der Text generiert wird. Dann wird jetzt eben möglich, Inhalte im Gegensatz zur gedruckten Edition immer wieder neu zu arrangieren. Die Multimedialität wird gesteigert, zum Beispiel durch die Beigabe von Bildern. Recherche- und Suchmöglichkeiten werden verbessert. Man kann Editionen untereinander vernetzen oder mit anderen Ressourcen. Man kann auf Basis der Daten Analysen anstellen. Eine Möglichkeit der Darstellung solcher Analysen wäre dann beispielsweise die Visualisierung. Und ein Anspruch ist auch, dass die Daten oder die Edition nachnutzbar ist. Ja, digitale Editionen sind nun in ihrem Kern Daten und daher sind eben all diese Ziele nur erreichbar, wenn die Ausgangsdaten kohärent erfasst sind. Oder anders gesagt, eine digitale Edition kann nur so viel wie ihre Daten hergeben. Ja, das Format, in dem die meisten digitalen Editionen heute vorliegen, ist XML. Ich kann leider wahnsinnig schwer einschätzen, auf welchem Stand die Gruppe hier ist. Deswegen dachte ich, ich sage mal noch kurz drei Stichpunkte zu XML. Genau, es ist ein Empfehlungsformat des World Wide Web Konsortiums. Es handelt sich um eine Art Metasprache oder Metaformat, das verschiedene Anwendungssprachen hat. Darunter zum Beispiel die Text Encoding Initiative, TEI, Standardvokabular in digitalen Editionen, oder eben zum Beispiel das DTA-Basisformat, ein TEI-Subset, das auch hier an der BBAW entwickelt wird. Ja, XML ist schematisierbar, das heißt, man kann ein Regelwerk zugrunde legen, wie das XML aufgebaut sein muss. Man kann die Daten strukturieren und beschreiben, vor allem eben Mixed Content, also nicht gut strukturierbare Daten. Dann gibt XML eben eine Struktur vor, die unabhängig von der späteren Präsentation ist. XML ist menschen- und maschinenlesbar und gilt außerdem als langzeitarchivierbar. Genau.
Ja, wie entstehen nun diese XML-Daten? Dazu wollte ich mal einen kleinen historischen Rückblick wagen. Bis 2015 war es an der BBAW so, wie in vielen anderen Institutionen es heute auch noch ist, nämlich dass die Datenerfassung in verschiedenen Formaten, wie zum Beispiel Word oder Excel, stattfindet. Probleme dabei waren grundsätzlich, dass kollaboratives Arbeiten eher schwierig war, die Möglichkeiten zur Strukturierung eingeschränkt, es aber gleichzeitig eben nicht genug technisches Know-how gab, um direkt im XML zu arbeiten. Ja, diese Art der Datenerfassung hatte dann zur Folge, dass die Daten vor der Verarbeitung eben immer in einem Zwischenschritt erstmal konvertiert werden mussten. Dieser Schritt war auch sehr problematisch immer, eben weil aufwendig und fehleranfällig. Dann gab es eben viele Individualkodierungen aus Word-Dokumenten, irgendwelche Zeichen, die sich die Editorinnen einfallen lassen, die dann interpretiert werden mussten bei der Konvertierung. Und die Konvertierung konnte von den Bearbeitern nicht nachbearbeitet werden. Das heißt, es musste ständig neu konvertiert werden. Genau, grundsätzlich entstanden dann auf diesem Weg eben immer viele technisch heterogene Anwendungen, die auf unterschiedlichen Datenmodellen basieren. Das Problem dabei ist auch, dass eben diese ganzen projektspezifischen Entwicklungen den sogenannten Bassfaktor, wie wir das nennen, steigern. Das heißt, nur eine Person kennt sich wirklich damit aus, wenn alles so heterogen ist und darf dann auf keinen Fall vom Bus überfahren werden. Ja, wenn man den Bassfaktor vermeiden will, dann würde das andererseits aber bedeuten, dass man immer wiederkehrenden Dokumentationsaufwand hat. Aus diesem Problemszenario heraus hat Telota vor rund 6-7 Jahren eine Vision entwickelt, wie an der BBAW zukünftig in Editionsprojekten Daten erfasst werden sollten. Man hat sich vorgestellt, die Editionsarbeit soll direkt im XML stattfinden, ohne dass die Bearbeiterinnen wirklich im Code arbeiten müssen. Also ohne dass die spitzen Klammern, wie man immer so schön sagt, stören. Die editorischen Arbeitsschritte sollten vereinfacht werden, zum Beispiel die Indizierung von Registereinträgen. Es sollte kollaboratives Arbeiten ermöglicht werden und das Ergebnis der Codierung sollte eben unmittelbar sichtbar sein. Zur Kontrolle. Von Seiten der Datenhaltung und Verarbeitung schwebte Telota eben vor. Dadurch, ich habe es ja gesagt, wir betreiben rund 50 Projekte, davon sind gerade 20 Editionen, strebte eben Telota quasi an, da die Dinge mehr zu standardisieren und projektübergreifende Workflows zu etablieren. Sollte also so eine größtmögliche Homogenität zwischen der Vielzahl an entwickelten Projekten entstehen. Und zwar auch durch wiederverwendbare Verarbeitungskomponenten. Genau, und aus dieser Vision heraus entwickelt Telota seit 2015 die Software Idiarum. Idiarum ist eine Open-Source-Entwicklung und basiert auf der ebenfalls Open-Source-XML-Datenbank Exist und dem kommerziellen XML-Editor Oxygen. Idiarum ist modularisiert aufgebaut, das heißt, die Module werden unabhängig entwickelt, können aber kombiniert zu einem Toolset werden. Es gibt einmal Idiarum DB, das ist die Komponente, die für das Projekt User und Datenmanagement der Projekte in der Datenbank zuständig ist. Dann gibt es Idiarum Base Edit, das ist einerseits eine benutzerfreundliche Eingabeoberfläche und andererseits ein standardisiertes Datenmodell. Dazu komme ich später noch. Derzeit in der Entwicklung ist Idiarum PDF zur Generierung von PDF-Dateien als Druckvoransicht. Das habe ich extra hervorgehoben, weil eben kein Printprodukt für den Verkauf entstehen soll. Und ebenfalls in der Entwicklung, aber bereits in der ersten Version publiziert, ist Idiarum Web. Das ist einerseits eine definierte und flexibel anpassbare Schnittstelle und andererseits so eine Art Function Library zur Erstellung der Webansicht. Genau, und das Modul, das eben für die Erschließung relevant ist, ist Idiarum Base Edit. Und da schauen wir uns mal kurz die Benutzeroberfläche an. Genau, das ist der sogenannte Author Mode, also die Bearbeitungsoberfläche für die Editorinnen, die dort ihre Quellen managen und edieren. Genau, das basiert eben auf dem Oxygen XML Author und ist
mit so einer, es haben wir über CSS-Skripte in so eine Art Word-artige Autorenansicht umgewandelt. Die Oberfläche besteht aus vier Komponenten. Das ist einmal der Dokumentbaum in der Datenbank, in dem die Dokumente angelegt und für die Bearbeitung gesperrt werden können. Dann gibt es die Werkzeugleiste mit den editorischen Funktionen. Und dann rechts im Bild die eigentlich edierte Quelle, oben die Metadaten und unten der erfasste Text. Genau, wir können uns mal kurz die Werkzeugleiste genauer anschauen. Die Werkzeugleiste dient quasi dazu, XML-Auszeichnungen mit einem Klick in die Oberfläche einzufügen. Das heißt, die Bearbeiterin können zum Beispiel mit einem Klick auf den Punkt Streichung eben eine Streichung, die in der Quelle vorliegt, markieren. Und im Hintergrund wird dann der entsprechende XML-Code eingefügt. Genau, die Werkzeugleiste ist erweiterbar und anpassbar. Ja, genau. Genauso wie philologische Auszeichnungen können auch Personen- und Ortsname mit einer entsprechenden TI-Auszeichnung versehen und eben gleichzeitig über eine komfortable Auswahlliste mit dem jeweiligen Eintrag im Personen- oder Ortsregister verknüpft werden. Für die Eingabe normierter Datumsangaben gibt es ebenfalls ein Auswahlfeld und so kann der gesamte Text eben relativ einfach und schnell mit TI-konformem XML ausgezeichnet werden. Das ist dann nicht nur für die Arbeiter bequem, durch die Registerfunktion sogar wesentlich bequemer als in Word-Seiten, sondern das steigert eben auch die Qualität der Daten. Genau, schauen wir mal, was da dahinter liegt jetzt hinter den Metadaten. Rot markiert sind die Keys, die aufs Register verweisen. Das wäre eben händisch sehr fehleranfällig, wenn man immer diese Strings da einfügen müsste. Gleichzeitig sind die Module an- und abwählbar. Also ich kann beispielsweise beliebig viele Empfänger hinzuwählen oder das Feld eben auch ganz weglassen. Also man baut das schon irgendwie selbst auf, das Dokument. Aber halt nicht im Code, sondern über die Werkzeugleiste. Genau, nun zum Textbereich. Dort findet dann die eigentliche Transkription der Quelle statt, eben in einer Word-ähnlichen Ansicht, ohne störende spitze Klammern. Auch hier kann man über die Werkzeugleiste eben so Philologika wie Einschübe oder Streichungen auszeichnen. Und man kann Sachkommentare vornehmen, das sehen Sie auch hier auf der Folie, unten in Grau, das ist ein Sachkommentar, den man, also zweimal das Gleiche hier auf der Folie, unten ist der Sachkommentar ausgeklappt, oben ist er eingeklappt. Das Lemma, auf dem der liegt, oder die Lemmata sind eure Hochzeit. Können wir auch da mal kurz nach hinten schauen. Also genau, was rot markiert ist, wäre jetzt dieser Sachkommentar. Und da sehen wir eben, dass Edieren in XML durch solche Einschübe, genauso wie die ganzen Indizierungen und die anderen Auszeichnungen, sehr unübersichtlich wird. Und selbst XML-Firmenmenschen wahrscheinlich nicht gerne oder sicher nicht gerne, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, in so einer Ansicht Texte erfassen. Das ist einfach störend teilweise. Ja, genau. Neben dem eigentlichen Eingabewerkzeug gibt es eben immer so eine Voransicht. Da können die Wissenschaftlerinnen den aktuellen Datenbestand durchblättern und durchsuchen. Und die Webseite kann je nach Bedarf eben nur den Bearbeitern als Voransicht zur Kontrolle der Codierung zugänglich gemacht werden oder eben der Öffentlichkeit im Web. Wir haben da meistens zwei parallele Server laufen, einen intern eben, da ist dann die Edition immer schon weiter und eine extern. Wichtig ist eben diese Kontrolle, dass man das irgendwo nochmal hat, wie das nachher dann aussieht. So. Ja, hier haben wir nochmal diesen Sachkommentar jetzt auch ausgeklappt im Web, der ist in der rechten Spalte. Ja, das wäre jetzt halt noch die Webansicht, genau, da ist das quasi ähnlich wie ein Idearum, dass es quasi dynamisch auf und zu geht. Genau, das Datenmodell, das dieser Bearbeitungsoberfläche zugrunde liegt, ist Idearum Base und sozusagen der eigentliche Clou an Idearum. Also ich habe ja vorhin schon kurz angedeutet, dass eine Herausforderung bei Telota die Vielzahl des Managements der Projekte ist, weshalb eben der Wunsch nach Standardisierung und Homogenisierung der Datenmodelle gewachsen ist.
Idearum stellt daher sozusagen ein Kerndatenmodell bereit mit Idearum Base, das eben auch die Grundlage für die eben gezeigte Autoroberfläche ist. Idearum Base hat so einen Kern an Funktionen, der über verschiedene Projekte entwickelt und eingesetzt wird. Und dadurch ist am Ende dann der Aufwand für alle Editionsvorhaben, die Idearum einsetzen, verringert. Und der überwiegende Teil, also aus eigener Erfahrung, der Funktionen, die Base bereitstellt, sind tatsächlich projektübergreifend einsetzbar, weil sie eben auch aus den Projekten heraus entwickelt würde. Es gibt natürlich in der Regel in jedem Projekt immer einen Teil, wenn auch sehr überschaubar, an Funktionen, die aufgrund des spezifischen Editions- oder Forschungskonzepts ergänzt werden müssen. Das sind hier auf der Folie die Datenmodellkacheln oben, wie zum Beispiel Idearum Lehndorf. Das ist jetzt dann das Datenmodell der Edition Lehndorf. Das ist aber kein komplettes Datenmodell, sondern beinhaltet eben nur die Abweichungen von Idearum Base. Und genauso funktioniert das mit den anderen projektspezifischen Modellen. Ja, und so versuchen wir eben zwischen notwendiger Standardisierung und ebenso notwendiger Orientierung an Forschungsfragen so eine Brücke zu schlagen. Ja, und wenn jetzt ein Vorhaben beispielsweise mit einer neuen Anforderung kommt, dann wird auch meistens, außer es ist was ganz Absurdes, erstmal abgewägt, ob das auch was für Idearum Base wäre. Das heißt, ist das was Generisches oder was Projektspezifisches? Und je nachdem wird es dann eben ins Projekt implementiert oder generisch in Idearum Base, dass alle Projekte was davon haben. Genau, mit dieser Methode fahren wir eigentlich bisher ganz gut. Auf der Folie seht ihr den gegenwärtigen Einsatz von Idearum. Ich will gar nicht ins Detail gehen, ich wollte nur Eindruck schinden mit der Liste. Genau. Ja, abschließend zu unserer Erschließungssoftware Idearum noch so ein paar Fakten zur Zusammenfassung. Es ist kein Out-of-the-Box-Tool, wie viele denken. Also man kann nicht einfach, wenn man ein Oxygen hat, als Editor das installieren und los geht's. Man braucht schon eine Anpassung und Einrichtung durch den Developer. Allein schon, um die Datenbank aufzusetzen und so weiter, aber auch, um das Framework selbst dann einzurichten. Genau, wir versuchen das möglichst modular aufzubauen, um das kombinierbar zu halten, aber auch um teilweise unabhängige Verwendung der Module zu gewährleisten. Genau, dann, wie gesagt, Ziel ist eine Balance zwischen generischer und spezifischer Entwicklung, die eben die Generik oder das Ziel der generischen Entwicklung soll eben oder tut das schon den langfristigen Betrieb der Projekte durch die Verwendung eines gemeinsamen Standards vereinfachen. Noch ein Vorteil ist, dass sich durch das Vorhandensein eben von Base und der Oberfläche und auch schon so einem Basis Web, so einer Webdarstellung und Verarbeitung, sich Projekte eben relativ schnell, zumindest in prototypischer Form, aufsetzen lassen. Es kann also, wenn ein Projekt losgeht, sehr zügig mit der Arbeit begonnen werden. Ja, ansonsten gibt es mittlerweile eine relativ große Nutzerinnen- und Entwicklerinnen-Community, auch außerhalb der BBAW. Dafür gibt es eine Mailinglist, die man sich eintragen kann. Muss man auch kein Entwickler sein, dann kriegt man einfach Neuigkeiten, wenn es einen interessiert. Auf GitHub steht der Code der bereits veröffentlichten Module bereit. Ja, und jetzt für dieses Jahr, what's next sozusagen, steht jetzt die Entwicklung eines neuen Frameworks an, namens Idearum SCOS. Also Simple Knowledge Organization System, weiß nicht, wer es nicht weiß, ich sage es einfach, ist eben ein Thesaurus-Format, dessen Entwicklung in gewisser Weise auch so ein bisschen einen Trend im Bereich der digitalen Editionen abbildet, nämlich eben verstärkt auf formale Modelle der Wissensrepräsentation zu setzen. Genau, und wenn jemand mehr über Idearum wissen möchte, kann ich auch noch die Rezension von Andreas Mertens über Idearum empfehlen. Gut, damit würde ich schon zum zweiten Themenbereich übergehen, dem Bereich der Vernetzung von Daten-Editionen. Zunächst mal, wofür Vernetzung hier steht, war mir nicht sicher, ob das so verständlich war,
Ganz grundsätzlich beziehe ich mich jetzt in dem Abschnitt auf Möglichkeiten der computergestützten Vernetzung über Schnittstellen. Natürlich kann man Vernetzung auch auf andere Weise in der Edition vornehmen, beispielsweise wenn man einen Link irgendwo händisch einfügt. Mir geht es aber speziell eben um die computergestützte Vernetzung über APIs. Genau. Wozu also APIs? Erstmal grundsätzlich, wenn man selber eine hat, um Daten maschinenlesbar bereitzustellen. Wenn eine andere Edition eine API hat, können Sie davon Daten beziehen und Informationen im Projekt aggregieren. Oder andere Ressourcen im Web interessieren sich für Ihre Daten und sie werden dort aggregiert. Also es ist so ein bisschen Geben und Nehmen. Es steigert auf jeden Fall die Konnektivität und auch die Sichtbarkeit der eigenen Edition. An der BBAW haben wir da ein Flaggschiff-Projekt, kann man schon sagen, in Sachen digitale Vernetzung. Die bereits erwähnte Edition Humboldt Digital. Genau, im Schaubild auf der Folie sehen Sie jetzt die vielen und sehr verschiedenartigen Vernetzungen mit anderen Ressourcen im Web. In den meisten Fällen sind Normdaten dafür die Voraussetzung. Standardmäßig verwenden wir da zum Beispiel für Personen eben, das machen wahrscheinlich alle so, die Datensätze der GNW und für Orte beispielsweise Geonames-Identifikatoren. Ja, apropos Geonames, ganz oben zum Beispiel im Schaubild ist das veranschaulicht, dass eben durch die Verwendung der Identifikatoren im Ortsregister in die Webseite Karten über OpenStreetMap geladen werden können. Dann haben wir links oben die gemeinsame Normdatei. Deren Identifikatoren machen es über die Schnittstelle von Wikimedia Commons zum Beispiel möglich, dass wir automatisch Porträts in das Personenregister einspielen. Genau, die GND-Daten werden aber auch von der Edition selbst in einem Austauschformat namens Beacon bereitgestellt, wodurch die Edition Humboldt beispielsweise in die deutsche Biografie aufgenommen werden könnte und die Edition aber gleichzeitig auch auf Datensätze in der deutschen Biografie verweisen kann. Genau, beide Normdatentypen, Geonames und GND, sind dann eben auch die Grundlage zur Vernetzung der Edition mit anderen Briefeditionen im Webservice Corus Search. Dazu gleich mehr. Okay, ich dachte, wir schauen uns einfach mal an, wie die Vernetzung von Personen aus dem Register jetzt in der Edition Humboldt konkret aussieht. Auf der Folie oben ist ein XML-Snippet eines Briefes von Humboldt an Samuel Thomas von Sömmering. Und im Brief selbst wird eine Person, in dem Fall Friedrich Wilhelm II., erwähnt und mit dem Tag Firstname und einem internen Key indiziert. Unten drunter sehen wir dann die Codierung im Register, wo auch die GND-Nummer zum Personeneintrag codiert ist, auch rot markiert. Diese GND-Nummer wird dann von der Edition Humboldt einerseits zusammen mit allen anderen GND-Nummern der Edition im Beacon-Format über eine Schnittstelle bereitgestellt. Und andererseits fragt die Edition Humboldt über diesen Normdatensatz eben andere Ressourcen ab und bezieht damit, wenn denn in der Ressource was gefunden wird, Informationen für die eigene Edition. Genau, auf der Webseite werden diese dynamisch aggregierten Inhalte dann sichtbar. Ich habe das hier mal so ein bisschen rot markiert. Genau, wie gesagt, einerseits fragen wir mit den GND-Nummern Wikimedia Commons ab und wenn ein Porträt vorhanden ist, wird das auch im Personenregister so abgelegt. Und rechts in der Spalte werden dann noch zusätzliche Informationen angereichert, zum Beispiel ganz oben die familiären Beziehungen, die eben in der DNB so hinterlegt sind und von dort abgefragt werden, also es ist nicht händisch eingegeben. Darunter wird dann auf andere BBAW-Editionen verlinkt, die ebenfalls einen Registereintrag zu Friedrich Wilhelm II. Haben und eben auch eine Beacon-Datei haben. Das heißt, die Edition Humboldt fragt hier die Beacon-Dateien anderer Editionen ab. Und die anderen Editionen machen das übrigens auch bei Humboldt. Genau, und es wird verlinkt auf externe Ressourcen, wie beispielsweise andere Editionen, hier die Berliner Intellektuellen oder eben die Biografieportale ADB, NDB. Ja, genau, also anstatt diese Links jetzt eben alle händisch setzen zu müssen, jetzt mal ganz arbeitsökonomisch
gesprochen, kann man eben über eine kleine Nummer quasi schon sehr viel Informationen zusammensammeln, die so einen Eintrag wirklich maßgeblich anreichern, wie ich finde. Genau, und einen Link zu einer externen Ressource schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ich habe ihn schon hervorgehoben. Nachweis edierter Briefe zu dieser Person in Corisp Search. Genau, bei Klick auf diesen Link landet man in Corisp Search. Das ist ein Webservice von Telota und der BWAB, der Briefmetadaten aus digitalen und gedruckten Editionen aggregiert und verfügbar macht. Das Ergebnis hier jetzt für Friedrich Wilhelm II. Zeigt 62 Metadatensätze von Briefen von oder an Friwi II. Und diese stammen aus insgesamt 5 Publikationen. Genau, wenn Sie jetzt mal auf den Screenshot schauen, falls Sie was lesen können, ist da auch direkt eine BBAW-Edition, nämlich die Lebenswelten Lehndorf. Und ganz unten aber zum Beispiel auf dem Screenshot ist auch ein Metadatensatz aus einer gedruckten Edition. Also es werden nicht nur digitale Editionen aufgenommen, sondern auch das gedruckte Erbe, wobei es lebt ja noch, leider, wird auch mit einbezogen. Genau, und damit jetzt ein kleiner Abstecher zu Corisp Search, wenn wir schon dabei sind. Genau, Corisp Search ist eben, wie gesagt, ein von Telota entwickelter und von der DFG jetzt in der zweiten Phase schon geförderter Webservice, mit dem Verzeichnisse verschiedener digitaler und gedruckter Briefeditionen nach Absender, Empfänger, Schreibort und Datum durchsucht werden können. Hintergrund und Entstehungsidee dieses Webservices war eben, dass historische Korrespondenzen überwiegend ausschnittweise ediert werden. Entweder im Hinblick auf eine Person oder eben im Hinblick auf nur einen einzigen Briefwechsel zwischen zwei Briefpartnern. Genau, und in der Folge dieser Art zu edieren, ist es eben schwierig, dass sich überhaupt ein Gesamtbild des Briefbestandes zu einer Person oder gar zu einem Zeitraum oder einer Region ergibt. Genau, und Corisp Search versucht dem eben entgegenzuwirken, indem Verzeichnisse oder Metadatensätze auf einer Plattform zusammengeführt werden. So können eben Verzeichnisse gemeinsam durchsucht werden. Voraussetzung dafür, dass eine digitale Edition bei Corisp Search mitmachen kann, ist die Bereitstellung der eigenen Briefmetadaten über eine Schnittstelle, und zwar in einem dafür extra definierten Austauschformat namens Correspondence Metadata Interchange Format, kurz CMIF. Das ist TI-basiert und wurde von Telota in Zusammenarbeit mit einer TI-Arbeitsgruppe zum Thema Briefkodierung entwickelt. Genau, also abgesehen davon, dass wir unsere eigenen Editionen mit anderen Ressourcen vernetzen, bieten wir also in Sachen Briefedition beispielsweise auch einen Service an, um Daten überhaupt zu vernetzen. Genau, die Zahlen sind auf jeden Fall schon beeindruckend, wie ich finde, wenn man auf die Statistik schaut. Derzeit sind über 130.000 Briefe indiziert und die Tendenz ist auf jeden Fall weiter steigend. Das ist wirklich ein sehr gutes Forschungsinstrument. Genau, und das Tolle eben auch an Corisp Search ist, dass nicht nur Daten aggregiert werden, sondern auch eine API mit diesen Daten bereitgestellt wird. Und dazu sogar noch ein passendes Tool, mit dem diese API abgefragt und in die eigene Edition eingebunden werden kann. Und damit auch zurück quasi zur Edition Humboldt. Hier ist der Brief geöffnet, in dem Friedrich Wilhelm II. Erwähnt wird. Rechts oben bei den Briefen gibt es so ein Link, da geht ein Pop-up auf, Briefnetz erkunden. Und was Sie hier sehen, ist quasi eine Abfrage an die Corisp Search API und zwar mit einem JavaScript-Widget namens CS-Link. Das eben, dieses Widget fragt eben ausgehend von den normierten Datums-, Sender- und Empfängerangaben eines aktuellen geöffneten Briefes die Corisp Search API ab, um diesen Brief zu kontextualisieren. Das heißt dann letzten Endes, um eben für die Benutzerin sichtbar zu machen, mit wem die beiden Protagonisten im gleichen Zeitraum Briefverkehr pflegten. Genau, entscheidend, dass die Abfrage eben funktioniert, ausgehend von dem geöffneten Dokument, sind natürlich wieder Normdatensätze. Genau, das finde ich eigentlich schon ziemlich
gut gedacht und letzten Endes ja auch eine Unterstützung bei der Forschung, wenn man das hier gleich so angeboten bekommt, auch wenn sich die Ergebnisse natürlich und zwangsläufig immer nur auf das beschränken können, was eben in Coris Research indiziert ist. Aber das ist ja klar. Gut, und damit wäre ich jetzt auch am Ende des Abschnitts. Nochmal kurz zusammengefasst, Parameter, die sich positiv auf die Nutzung einer API auswirken, sind auf jeden Fall Bereitstellung der Daten in standardisierten Formaten, die Verwendung von Normdaten und die Dokumentation der API. Kritisch bleibend muss man aber bedenken, dass man eben auf die Stabilität und Nachhaltigkeit fremder Ressourcen angewiesen ist. Können wir später ja vielleicht auch nochmal diskutieren. Genau, und nun zum letzten Abschnitt meines Vortrags, Visualisierung. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, als es um die Erschließung ging, dass sich mit der digitalen Transformation im Bereich der Editorik eben auch die Anforderungen und Wünsche an digitale Editionen verändert haben. Ein so ein Wunsch, den die Vorhaben an der BBAW jetzt vor allem in den letzten Jahren vermehrt äußern, ist über die klassische Visualisierung in digitalen Editionen hinauszugehen und eben neben dem lesbaren Text neue Darstellungsformen für die erhobenen Daten zu finden. Beliebte Visualisierungsformen sind Timelines, Karten, Diagramme, Netzwerke. Grundsätzlich wünscht man sich dabei immer eher mehr Dynamik als Statik und dass diese Visualisierungen manipulierbar sind. Das heißt, dass man die Parameter veränderbar sind und vom Benutzer selbst verändert werden können und dass sie skalierbar sind. Also dass man auch immer wieder so ein bisschen zwischen, wenn es eine Visualisierung ist, die aus der Vogelperspektive auf den Datensatz blickt, auch wieder in diesen Datensatz ins Detail reingehen kann. Genau, Funktionen, die eine Visualisierung erfüllen kann, reichen von einem Zugriff auf die Quellen, das heißt, man stellt eine Visualisierung bereit als Einstieg, als alternativen Einstieg in die Datensätze. Es kann ein Kommunikationsmittel für bestimmte Datentypen sein, es kann eine neue Perspektive auf die Daten selbst sein und es kann auch eine Darstellungsform für Analysen sein. Genau, ich sage es gleich vorneweg, Visualisierung bei Telota ist generell eher noch ein Experimentierfeld und deswegen dreht sich momentan bei uns auch alles vor allem um die Visualisierung auf als Kommunikationsmittel für bestimmte Datentypen und weniger im Moment noch um die Analyse. Genau, ich habe Ihnen mal zwei Visualisierungen mitgebracht, die im Projekt der Sprache der Monarchie entstanden sind. Es ist einmal hier die Wohntopographie. Die Fragestellung vielleicht zuerst, die hinter dieser Visualisierung steht, ist, wie haben sich Hofbeamte und Bürgertum im 19. Jahrhundert geografisch in Berlin verteilt und vermischt? Und das geht natürlich von dem Forschungsziel der Sprache der Monarchie aus, den Wandel der preußischen Monarchie im 19. Jahrhundert in der Gesellschaft nachzuzeichnen. Hier geht es also um einen Wandel im Stadtleben. Genau, derzeit ist ein Stichjahr online, das Jahr 1800. Sollen allerdings zukünftig mehr Jahre vorhanden sein, um eben wirklich diesen Wandel zu betrachten. Und technisch basiert das Ganze auf QGIS, GeoJSON, Leaflet und OpenStreetMap. So, was sieht man jetzt eigentlich hier? Das ist ja meistens die erste Frage, wenn man sich eine Visualisierung anschaut. Man sieht eine historische Karte Berlins, auf der Punkte eingetragen sind. Bei den Punkten handelt es sich je nach Farbe um Wohnorte von Hofbeamten, das sind die roten Punkte, oder um Wohnorte der bürgerlichen Gesellschaft, das sind die blauen Punkte. Außerdem gibt es noch gelbe Punkte, das sind die Institutionen. Genau, mit dieser Darstellung der Gesellschaftsgruppe in verschiedenen Farben soll eben beobachtet werden, wo die sich verteilen. Das Ganze ist dynamisch gedacht, also manipulierbar. Das heißt, ich kann Filter an- und abwählen, kann also, wenn alles angetickt ist, so einen groben Vergleich haben, wie wo lebten die Hofbeamten, wo lebte die Stadtgesellschaft und wo waren demgegenüber die Institutionen angesiedelt. Oder ich kann eben spezifischer rangehen und das Ganze auf bestimmte Teile der Stadtgesellschaft eingrenzen oder auf bestimmte Institutionen.
So, dann zoomen wir mal rein und klicken auf einen Punkt. Da öffnet sich dann ein Pop-up. Das ist ein roter Punkt. Das ist also ein jemand aus dem Bereich der Hofbeamtinnen. Genau. Und es gibt also schon in der Visualisierung auch so eine gewisse Skalierbarkeit, nämlich dass man beim Reinzoomen eben mehr Informationen bekommt. Und von diesem Pop-up kann man jetzt weiter zum Personenregister oder eben zum Höferegister. Das wäre jetzt hier das Höferegister, Königin, der Hof wäre Königin Mutter, Friederike Luise ist noch nicht im Höferegister, sonst wäre das auch schon quasi ein Link. Genau, das ist quasi so die Funktionsweise und wie man damit arbeiten kann. Das ist aber auch noch alles, ich sag mal, Work in Progress. Genau, dann zur zweiten Visualisierung, die ich aus dem Monarchie-Projekt mitgebracht habe. Das ist ein Organigramm. Ziel ist hier die Sichtbarmachung der hierarchischen Amtsstruktur der Hofstaaten von 5 Monarchen und der daneben bestehenden Höfe. Derzeit ist ein Monarch online, Wilhelm I. Genau, und was die Organigramme zeigen sollen, ist einerseits die Organisation und den Aufbau der Hofämter und Hofbehörden und andererseits aber auch die Veränderung der Strukturen über die Zeit. In dem Projekt geht es ja, wie gesagt, um den Wandel der Monarchie. Von daher ist der Wandel der Behörden, Ämter und Funktionen eben auch hier im Zentrum des Interesses. So, hier jetzt nochmal in voller Breite. Das ist ganz schön groß, wie Sie sehen. Es geht auch ziemlich weit nach unten. Oben in Orange unter dem Titel gibt es eine Zeitleiste, in der man jahrweise durch das Organigramm klicken kann und das Wachsen oder Schrumpfen beobachten kann. Also wenn eben eine Behörde hinzugefügt oder entfernt wird oder ein Amt, genau, das verändert sich dann. Ja, schauen wir uns mal kurz jetzt so eine Kachel reingezoomt in diesem Organigramm an. Und zwar den Oberburggraf von Marienburg, der zu den Oberhofchargen gehört, auf oberster Ebene im Hofstaat des Königs. Und die Stelle war, das steht hier schon in der Kachel, von 1862 bis 1865 von Rudolf von Auerswald besetzt. Und diese Person hat eben einen Registereintrag, zu dem man über diese Kachel gelangt. Gleichzeitig gibt es aber auch ein Ämter- und Behördenregister, in dem das Amt vermerkt ist. Und also es ist wieder dieses von so einer groben Perspektive ins Detail zu gehen. Wenn ich nämlich auf diese Ämter und Behörden, auf das Ämter- und Behördenregister gehe, in diesen Oberburggraf, dann sehe ich eben, dass das Amt ab 1865 anscheinend nicht mehr besetzt war und erst wieder ab 1880 bis 88 dann aber mit einer anderen Person. Das Gleiche könnte ich auch über die Organigrammansicht herausfinden. Sie haben ja vielleicht schon gesehen, dass es manchmal so farbige Icons neben den Personen oder Behörden oder Ämtern gibt. Die stehen je nach Farbe dafür, dass ein Amt restrukturiert, neu geschaffen oder entfernt wurde. Das wollten wir eigentlich erst nicht machen, aber dass das Organigramm so riesig ist, dass man das Schrumpfen momentan nicht so leicht beobachten kann, gibt es eben dieses Farbschema. Hier im Beispiel auf der Folie eben nochmal das Amt Oberburggraf von Marienburg. Grünes Icon im Jahr 1862 heißt, das Amt wurde in diesem Jahr neu geschaffen. Rechts auf der Folie 1865 ist dieses rote Icon daneben, weil es eben in diesem Jahr entfernt wurde. Man weiß das manchmal nicht so genau, wann es entfernt wurde. Das ist immer ein bisschen schwierig. Wenn man auch überlegt, wenn es 1865 entfernt wurde, müsste die Kachel ja schon weg sein. Aber wir haben uns dann entschieden, für diese Übergangsjahre eben das noch stehen zu lassen, aber mit einer Markierung. Genau, und wenn man jetzt zum Beispiel auf 1870 oder so klicken würde, dann wäre die Kachel eben komplett weg. Genau, und damit endet jetzt auch dieser Blog, und zwar mit so einer kleinen Zusammenfassung unserer Erfahrungen im Bereich Visualisierung bisher. Generell haben wir jetzt festgestellt, wie gesagt, Forscher möchten gerne mehr Visualisierungen,
Man will die digital erarbeiteten Daten einfach mehr nutzen. Meistens geht es, oder eigentlich bisher immer, geht es dabei weniger um Analysen als um neue Darstellungsformen. Oft möchten die Forscherinnen und Forscher mehrere Fragestellungen in einer Visualisierung beantwortet haben, was ein bisschen schwierig ist. Muss man konzeptionell noch so ein bisschen irgendwie auf den Nenner kommen. Und mit einem kleinen Augenzwinkern, Forscherinnen und Forscher lieben Karten. Also das ist wirklich, wenn es um Visualisierung geht, das Erste ist immer, lass uns mal eine Karte machen. Genau, für uns die Age-Mitarbeiterinnen ist das ein sehr hoher konzeptioneller Aufwand, mehr als wir anfangs dachten. Gerade eben, weil es eben aus den Vorhaben öfters so ist, wir wollen was visualisieren, wir wissen aber nicht so genau was und wir wissen eigentlich noch nicht so genau, was da gezeigt werden soll. Da haben wir oft die Rolle, dass wir das so ein bisschen kanalisieren müssen und wir haben uns jetzt auch selber in dem Bereich schon angefangen, so ein bisschen weiterzubilden, dass wir überhaupt die Kompetenz dazu haben. Gleichzeitig ist es halt die Technologien, die für Visualisierung verwendet werden, sind jetzt, sage ich mal, außerhalb unseres Standardkanons an Technologien bei digitalen Editionen, weshalb das für uns halt auch insofern momentan noch ein größerer Aufwand ist. Aber also ich würde schon sagen, dass die Arbeit lohnt. Ich finde das eigentlich sehr, sehr attraktiv als Forschungswerkzeuge. Sehe aber auch noch Verbesserungsbedarf, zum Beispiel, wie man die Visualisierung erläutert und kontextualisiert, also eben mehr mit Angaben zur Datengrundlage versieht, weil eine Visualisierung ja eben immer nur ein Ausschnitt ist, die Daten auch bereitstellt oder die Visualisierung eben auch erläutert, damit man relativ schnell als Benutzerin weiß, was wird hier überhaupt gezeigt und was ist überhaupt das Ziel dieser Sache. Genau, und damit zur Diskussion um Trends und Herausforderungen. Damit wir jetzt gleich oder nachher in diesem Hangout-Room ins Diskutieren kommen, dachte ich mir, ich werde jetzt keine Trends vorbeten, sondern ich thematisiere jetzt mal so ein bisschen Status quo und mögliche Entwicklungen in den drei vorgestellten Bereichen und stelle dazu jeweils ein paar, vielleicht teilweise überspitzte Fragen in den Raum. Genau, die erste Frage wäre bezogen auf den Bereich Erschließung. Wohin bewegt sich die Toolentwicklung? Ich habe ja Idearum vorgestellt, was relativ modular aufgebaut ist, gleichzeitig aber auch eben im Zusammenschluss ein aufeinander aufbauendes Toolset ergibt. Ich habe hier mal als Ausgangspunkt mal einen Tweet von einer Kollegin an der BBAW, Annette von Stockhausen, eingeblendet, die im Zusammenhang einer Twitter-Diskussion, in der es um Editionsumgebungen und an Nutzerbedürfnissen ausgerichteten Arbeitswerkzeugen dann zum Thema kombinierte Tools driftete. Und sie fragt, braucht es dazu dann Editionsumgebungen im Sinne von Internetpräsenzen oder nicht eher in gewissem Maße standardisiert vorliegende Daten und kombinierbare Programm-Tools? Der Programmtools und vor allem eigene Programmierkenntnisse, diese Tools zu kombinieren und gegebenenfalls durch eigene zu ergänzen. Und das heißt vor allem auch eine andere Ausbildung, sonst ist die eigene Fragestellung immer durch die vorhandenen Tools begrenzt. Ja, nach meinem Eindruck und im Anschluss an den Tweet würde ich die Frage in den Raum stellen, ob der Trend tatsächlich in Richtung modulare Tools geht, also einzelne Tools, die möglicherweise kombinierbar sind und damit eben weg von der Idee einer großen virtuellen Forschungsumgebung, die ja die DH in der Vergangenheit schon ziemlich geprägt hat. Wenn ja, was sind Kriterien für gute, anschlussfähige Tools? Stichwort Standards, Dokumentation, offene Lizenzen. Okay, ich beantworte jetzt schon ein paar Fragen, aber kann ja nachher nochmal drüber sprechen. Und eine ganz grundsätzliche Frage, auch im Hinblick auf unsere geisteswissenschaftlichen Kollegen hier, die mit Idearum edieren. Wie viel Methode und Technik muss eine Historikerin beherrschen, um digital zu edieren oder um digitale Tools zu nutzen? Große Frage, wenn ich das jetzt mache, muss ich jetzt etwa programmieren lernen?
Einen zweiten Diskussionspunkt, den ich so ein bisschen in den Raum stellen will, bezieht sich auf den von mir vorgestellten Punkt der Vernetzung und ist leider kein Positivtrend, sondern eher ein Negativtrend oder ein Negativstatus quo. Es geht um die Verfügbarkeit von APIs und die Bereitstellung von Daten. Ich habe mal im Katalog digitaler Editionen von Greta Franzini mit den Filtern nach APIs, Datendownload und Creative Commons Lizenzen gesucht. Und das Ergebnis war etwas erschütternd. Von 313 Editionen haben laut Katalog nur 16 eine API, nur 68 einen TI-Download und 80 verwenden Creative Commons Lizenzen, wobei das ja noch nichts über die Art der Creative Commons Lizenz aussagt. Genau, ich frage mich hier einfach, was sind die Gründe und wie kann man das ändern? Und vielleicht auch, was können wir tun, damit es sich ändert? Genau, ein dritter Diskussionspunkt wäre für mich noch das Potenzial der Vernetzung über Austauschformate. Joris van Zundert zitiert in einem Tweet von 2012 Desmond Schmidt, das ist ein Software-Engineer aus Australien, der auf einer Konferenz sagt, TI was meant for interoperability, no one achieved that in 25 years. Okay, das klingt ziemlich niederschmetternd. Demgegenüber positiv gestimmt schreibt Antonio Rojas Castro, 8 Jahre später, the letters from the project I was working on in Cologne have been included in Chorus Search, an example that interoperability and data exchange with TI are possible. Genau, ich habe Ihnen ja Chorus Search gezeigt, also so ein Webservice, der Daten eben in so einem Austauschformat aggregiert. Und Beacon ist ja mehr oder weniger das gleiche Prinzip. Und kürzlich ist übrigens noch ein weiterer Webservice gestartet, der sich vielleicht, das weiß ich nicht so genau, nicht nur an digitale Editionen richtet, aber sicherlich auch, nämlich ein Service namens Event Search. Ist bisher noch in der Entwicklung. Und da werden Ereignisse ähnlich wie in Chorus Search aggregiert und gemeinsam durchsuchbar gemacht. Ja, meine Fragen oder Diskussionspunkte sind, beschränkt sich jetzt der Anspruch auf Interoperabilität zwischen TI-Dokumenten zukünftig nur noch auf den Datenaustausch mit so Austauschformaten, die sich eben jeweils nur bestimmten Informationen in TI-kodierten Dokumenten widmen? Das ist vielleicht, also die TI wurde ja auch mal als Austauschformat projektiert. Jetzt geht man quasi einen Schritt zurück und macht das nur noch mit bestimmten Teilen. Ist das sicher eine gute Lösung, aber die Frage ist, wollen wir vielleicht doch mehr? Genau, und meine zweite Frage wäre, auch im Blick darauf, welche Chancen für die Interoperabilität haben andere Modelle und Technologien jenseits der TI? Ich denke da konkret an Semantic Web Technologien, zum Beispiel Ontologien, aber auch an Graph-Datenbankenmodelle zum Beispiel, die ja auch in digitalen Editionen, zumindest in bestimmten Regionen im Trend sind, sage ich mal. Genau, und abschließend noch zum Thema Visualisierung. Da möchte ich Bezug auf ein Symposium nehmen, das 2019 in Köln stattfand. Visualisierung in digitalen Editionen und an dessen Abschlussdiskussion ich leider nicht selbst teilnehmen konnte. Deswegen fragte ich damals über Twitter aus dem Zug heraus. Und wie war die Abschlussdiskussion? Gibt es ein Fazit zu Tendenzen, Problemen, Stimmung etc.? Woraufhin der Co-Organisator Nils Geisler antwortete, Zitierfähigkeit war ein Thema mit etwas Nachhaltigkeit abgeschmeckt, Wiederherstellbarkeit von Ansichten, die Nachvollziehbarkeit der Darstellung, die damit verbundene steigende Komplexität der Visualisierung und wie bleibt die Visualisierung für in x Jahren zugänglich? Dann geht es weiter mit der Barrierefreiheit bei Visualisierungen, die Frage, wie nutzbar bleibt eine Visualisierung für Personen mit Rot-Grün-Schwäche? Was kann ein Screenreader mit Visualisierungen anfangen? Und dann geht es noch um den Zweck von Visualisierungen, Exploration versus Kommunikation, Erkenntniswerkzeug oder kommunikatives Mittel oder keine Unterscheidung nötig, weil Wollmilchsau. Da wurde ein bewusster und kompetenter Umgang gefordert und muss dann überhaupt immer alles visualisiert werden. Ja, diese Punkte zur Diskussion habe ich nochmal stichpunktartig aufgelistet. Das sind eigentlich alles wichtige Punkte, das könnte ich jetzt besser auch nicht mehr selber sagen.
Was mich noch aus editionswissenschaftlicher Perspektive so ein bisschen umtreibt, ist die Frage, ob Visualisierungen, die eben meistens ein komplexitätsreduzierter Ausschnitt eines größeren Ganzen sind und Analysen, denen eben schon implizit Vorannahmen zugrunde liegen, diesen grundsätzlichen Neutralitätsanspruch der Edition so ein bisschen ins Wanken bringen, indem sie eben den Befund um schon eine mögliche Deutung oder zumindest eine Deutungsrichtung erweitern. Und wenn das so ist, wie kann man dem entgegenwirken oder muss die Visualisierung etwa außerhalb der Edition stattfinden? Gut, und bevor ich jetzt zu meiner allerletzten Folie komme, noch kurz möchte ich nicht enden, ohne zu erwähnen, dass die vorgestellten Projekte eben natürlich nicht alle von mir entwickelt worden sind, auch wenn ich an einigen mitgearbeitet habe, sondern eben dem Telota-Kontext entspringen. Und deshalb werden hier meine Kollegen auch noch kurz genannt. Und damit komme ich jetzt wirklich zum Ende. Ich sehe, die Zeit ist auch wirklich ganz schön vorangeschritten. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja.